Mausteilen oder Videospiele? Ah, lieber Videospiele. Oder doch lieber Klemmbausteine? Doch lieber Klemmbausteine, Klemmbausteine? Videospiel. Oh, zocken, Klemmbausteine. Klemmbausteine, Videospiel, Videospiel. Klemmbausteine. Klemmbausteine oder Videospiel? Papa, ja? Mach einfach das hier. Oh, nicht schlecht. Das ist ja ein Videospielautomat aus Klemmbausteinen. Da kann ich ja beides verbinden. Ja, aber Moment mal, ist das da nicht mehr Klemmbausteine als Videospiele? Papa, ist das dein Intro oder mein Intro? Ja, du hast recht. Oh, das ist die perfekte Verbindung zwischen Videospielen und Klemmbausteinen. Tages aus Berlin, ich grüße euch zu einem neuen Video und wir bauen mal wieder, klingt jetzt schon so, naja, bald können wir mal wieder sagen, jedenfalls wir bauen Fantasy. Wir hatten ja, also ich habe ja letztens das Treasure Hunt Steamship aus dieser Popeye-Serie-Reihe gebaut. An der Stelle nochmal, ich verlinke es euch hier oben, wie gesagt, großartig Set, großartig, hat Spaß gemacht, super. Und dann sagten sie, pass auf Sascha, weil du einfach so hübsche, wundervolle Augen hast und die Haare so schön hast, möchtest du nicht noch einen, so ein Waldhäuschen bauen? Ja klar, baue ich ein Waldhäuschen, sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon fertig gehabt, beziehungsweise Greti hat es dann anderthalb Tagen durchgesuchtet, kann ich euch aber nicht zeigen, weil, wie gesagt, Fantasy so ein gesagt hat, ey, erst im September, weil dann haben wir es erst in unserem Amazon-Store. Also bei anderen Läden wie UWARP und Afobrick und ich glaube Barvier kann man schon kaufen, bei Fantasy noch nicht, ist sehr eigenartige Politik. Jedenfalls, so wie das kommt, werden 228 andere YouTuber und ich euch dieses Waldhäuschen vorstellen. Jedenfalls in dem Zuge fragt, ob ich nicht noch Lust hätte, was anderes von Fantasy zu bauen. Irgendwas, was ich mir aussuchen könnte bei ihnen. Und dann dachte ich mir, ja, cool. Der kleine Prinz, mag ich, sucht mir da ein Set aus. Da gab es eine baubare Figur und haben sie gesagt, ah, Sascha, tut uns leid. Haben wir nicht auf Lager. Gut, dann fragt sie mich, ob ich Sherlock Holmes oder Metal Slug mag. Und da war die Entscheidung ziemlich einfach für mich, da ich eher der Videospieltyp anstatt der Lesetyp bin. Also ich mag Sherlock Holmes, aber wie gesagt, diesen Lesepart übernimmt bei uns eher die Frau. Also ich war eher so der Videospieltyp. Wobei ich auch sagen muss, dass ich eigentlich eher der Computerspieltyp bin. Ich habe damals angefangen mit 386er Amiga, hatte einen Kumpel einen C64. Ich habe damals wirklich mit PC angefangen, von Pike auf. Und deswegen habe ich mich für das Videospiel-Game-Set-Bauset entschieden. Und zwar Metal Slug 3 ist ein Side-Crawler, also beziehungsweise ein Gun-and-Run. Ja, ihr sucht euch eine Figur aus, fangt links im Bildschirm an, rennt durch den Bildschirm immer weiter, müsst Gegner abknallen, wird immer schwerer. Ihr könnt Boni sammeln, Superwaffen, ich sag mal so ein bisschen im Style Super Mario, nur auf brutal. Das hier ist Metal Slug 3, das kann man auch heute noch spielen, das kannst du dir auch auf Steam runterladen und ausprobieren. Ich habe es noch nie gespielt, Arcade-Spiele sind nicht so meins, auch Super Mario ist so mit diesem Reaktionsspringen, nee, ich war eher so der Command & Conquer, Battle Isle, Warcraft 1 und 2 und Panzergeneral, History Line und auch Ego-Shooter. Ego-Shooter kann ich immer noch ganz gut. Ja, jedenfalls jetzt bauen wir diesen Automaten hier. Also ich baue den Automaten auf, dann gucken wir mal, wie der funktioniert. Ich glaube, ich habe irgendwo schon mal so ein halbes, dreiviertel Video gesehen. Ich glaube beim Soldier. Liebe Grüße nach Neu-Ulm. Der war, glaube ich, meines Wissens auch ganz zufrieden. Das Einzige, was er bemängelt hat, ist das hier oben wohl. Oder das hier ist wohl ein Riesenaufkleber. Sollte wohl sein, wenn ich mich noch recht erinnere. Keine Ahnung. Wir werden es jetzt zusammen rausfinden. Wenn dieses Set genauso ist wie, sag mal schnell, der kleine Prinz oder Popeye. Also, entweder ich bin alt oder klingt einfach an der Uhrzeit, weil ich die Aufnahmen hier mache. Dann habe ich hier überhaupt keine Sorgen. Wird es wieder knüppeldickel voll. Knüppel! Junge! Die typischen Fantasy-Typen, sie haben auch Nummern drauf. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier dass wir Bauabschnitte haben. Okay, wir haben nochmal einen extra Karton. Da haben wir mal einen extra Karton. Wo geht der auf? Ah, hier.
Ah ja, es geht weiter mit dem Tütenmassaker. Die lasse ich mal drinnen. Ich will mal die Anleitung rausholen. Auch wieder ein sehr, sehr fettes Buch. Ah, großartig, großartig. Wir haben Battle Slug 3. Oh, sehr cool. Hier vorne zum Beispiel. Das sind so diese Figuren im Spiel, die man auswählen kann. Also ist hier auch, also sie schreiben es jedenfalls drauf und sie machen es auch so auf, als hätten sie die offizielle Lizenz hier mit allem drum und dran. Wir haben 11 Bauabschnitte. Ja, großartig. Auch wieder alles hier durchgezeigt, wie groß, wie lang, wie schnell. Ja, easy peasy. So, ich habe jetzt doch keine Aufkleber gefunden bisher. Moment. Ich will ja nicht. Oh, ich war falsch. Ah, da, Moment, da ist er, glaube ich. Ah. Nee, das sind keine Aufkleber, oder? Doch, sind Aufkleber. Sekunde, Freunde. Ah. Auf jeden Fall geht es sehr, sehr schwer auf. Aha. Das hier auf jeden Fall. Ich blende euch ein Bild ein. Das sind Pappkarten. Ah, da sind die Spieler drauf. Ah, ich verstehe. Das muss ich dann wahrscheinlich hinten so einfügen, ähnlich wie bei dem, wie war das, bei diesem Fernseher, dem Retro-Fernseher. Siehst du, den habe ich ja auch gebaut von Fantasy. Ha, ich bin ja schon fast ein Fantasy-Experte. Dann haben wir hier sehr interessante Aufkleber. Die sehen ziemlich cool aus, sind aber ziemlich dick und fett. 3M. Ja, das sieht aus nach mehreren Bausteinen. Zweimal Neo Geo, so heißt dieser Arcade-Automat. Ja, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich baue mal so, Moment, ich schaue mal, gibt es hier so eine Vorschau, wie viel es gibt, wie viel man baut. Achso, die Figuren, die man auswählen kann im Spiel, heißen übrigens Marco Rossi, Tama Rowing, Eri Kasamoto und Fiolina Germi. Ja, okay. Alles klar. So, Bauabschnitt 1, 2, 3. Also wir bauen 1, 2, ja, ich denke mal nach Bauabschnitt 3 oder 4 werden wir einfach mal reinlunsen und ich werde euch mal zeigen, wie und was ich so gebaut habe. Ist hier sonst noch irgendwas? Oh, da ist ja noch was. Leute, was ist denn das hier? Ah, was ist das hier? Want to learn or buy more Fantasy products? Eine Service Card. So. Ich baue los, ein paar Bauabschnitte werde ich mal durchziehen und dann zeige ich euch mal das Produkt, dieses wunderschöne Neo Geo Metal Slug 3 Arcade Automaten. Das hier ist das Resultat nach 3 Bauabschnitten. Easy peasy Puppenschuh, alle Steine waren da, gute Qualität, Anleitung ist großartig. Hier nochmal so ein bisschen jetzt aus der Nähe, dann seht ihr, so wird gearbeitet. Sehr interessant, was heißt interessant? Interessante Idee, witzig gemacht. Moment, ich blätter mal. Ihr bekommt ihr leider natürlich nur auf Chinesisch. Ihr seht hier oben Tipps und hier diese Tipps, beziehungsweise der Einspieler erhalten diese Männlein-Figuren, die im Spiel auch vorkommen. Also, man hat sich Gedanken gemacht, auch super umgesetzt in der Anleitung. Ansonsten haben wir hier auch schon ein bisschen. Ups. Technik verbaut. Wir haben hier schon ein, zwei Knöpfe. Ich kann euch schon mal zeigen. Jetzt muss ich nur vorsichtig drücken, weil die noch nicht in der Führung sind. Wenn ich den hier drücke, ups. Na, Moment. So. Ja, genau. Ihr seht da vorne, wird diese kleine Kanone, naja, tut sie so, als würde sie schießen. Und wenn ich den Knopf hier drücke, dann geht hier praktisch diese Klappe runter. Und da habe ich auch den ersten Aufkleber. Na, will er nicht. Sieht man es aufgebracht. Und auch witzigerweise eine dieser Figuren, die im Spiel vorkommen. Wenn man die rettet, bekommt man halt Punkte bzw. Tolle Sachen, um seine Waffen aufzuleveln oder die Gesundheit wiederherzustellen. So, den lassen wir wieder reinfahren. Dann kann ich euch aus der Nähe auch jetzt nochmal zum Beispiel den ganz großen Aufkleber zeigen hier. So, Moment. Ist nicht so mit dem Scharfstellen, ne? Mal gehen ein Stück zurücknehmen, sieht es dann besser aus. Na gut. Ihr könnt ihn erkennen. Und hier sind diese drei Sachen, die man so zusammenpackt. So, so und so. Ich tippe mal, die werden irgendwo als Hintergrund eingebaut. Ich werde wahrscheinlich noch ein schweres Buch auflegen, um sie wieder gerade zu rücken. Das hier ist einfach dicke, stabile Pappe.
Und dann nochmal aus der Nähe der Neo Geo Aufkleber. Die sind wirklich ziemlich dick und stabil. Und ich habe sie hier aufgebracht, weil ich finde, die gehören einfach zum Spiel. Ist einfach ein wichtiger Bestandteil dieses Sets und im Großen und Ganzen sind mir Aufkleber eigentlich, also sagen wir so, ich finde sie nicht schlimm. Ne? Und wenn sie das Set verbessern oder verschönern oder dem Design helfen, bin ich gerne dabei. Dann klebe ich auch wie hier über zwei Fliesen. Ansonsten ist dem einen oder anderen hier schon aufgefallen, dass sie ziemlich bunt ist. Einige Leute sagen jetzt rotzefrech oder behaupten einfach, das wäre eine Farbseuche. Für mich ist einfach Farbvielfalt. Zumal hier wird ein Arcade-Automat. Arcade-Automaten sind bunt innen. Ne? Plantinen sind grün, blau, rot in verschiedensten Farben. Grafikkarten haben verschiedene Farben. Kabel haben verschiedene Farben. Also finde ich, passt das hier fantastisch. Mich würde doch nicht stören, wie zum Beispiel jetzt, was war sehr viel diskutiert. Der Landspeeder, der UCS Landspeeder von Star Wars hier bei Lego, wo ja auch viele gesagt haben, dass der innen so schlimm bunt ist, dass das ja unmöglich wäre. Das war ja einer der Kritikpunkte. Der andere war ja, dass der Landspeeder kaum Funktion bzw. gar keine Funktion hat. Ja, ich sag mal so, ist ein Landspeeder. Das sind doch die Leute, die sich darüber wundern, wenn sie eine Gurke essen, dass es nach Gurke schmeckt. Was ich sagen wollte, mich stört die Farbe nicht. Und ich finde es auch, hier jetzt in diesem Beispiel, zeige ich mal eine Anleitung, jetzt für mich als jemand, der baut, ich finde es sehr angenehm. Wenn es jetzt hier alles schwarz wäre, ja, das würde zwar auch möglich sein, würde jetzt ein bisschen schwieriger sein, aber so baut sich das für mich viel einfacher, entspannter. Ich gucke in die Anleitung und weiß, der graue Stein muss dahin oder der gelbe muss auf den anderen gelben vor den grünen, der blaue muss dahin. Also passt das für mich wunderbar. Und ich glaube auch, dass wenn es umbaut ist, wenig davon da sein wird. Und wie gesagt, ist ein Arcade-Automat. Die sollen und können bunt sein. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. So, sonst weiter gibt es hier erstmal nichts zu sehen. Ich baue jetzt hier, ich habe schon vorbereitet den Bauabschnitt 4. Hier werden wir jetzt ein paar große, sind das Paneele? Nein, falls große Teile einbauen und ein bisschen verkleiden. Wir haben auch hier silberne Teile, die dieses hochglänzende Silber haben, aber die jetzt nicht so wirken, als würden sie angesprüht sein, sondern ja, wie auch immer die gefärbt wurden oder ob das echt ist, sie sehen sehr gut aus. Ansonsten hier die. Wir kriegen jetzt hier mal ein bisschen Schärfe in den Apparello. Kriegen wir das? Ah, Moment, Moment, Sekunde, Leute, jetzt nicht wundern. Ich drücke jetzt hier mal auf den Knopf. Defokussieren, geht's jetzt? Nein, geht auch nicht. Muss ich noch auf den Knopf drücken? Sekunde, wir kriegen es hin. Zum Glück hat diese Kamera ja ungefähr 1 Milliarde Knöpfe. So, jetzt. Jetzt, Fokus. Nee, also, ich krieg's heute nicht hin. Seid euch versichert, dieses Panel hier sieht tippitoppi aus, ja, also ich würde fast sagen, komplett kratzerfrei. Funktioniert, ja. Ja, ich würde jetzt drei, vielleicht auch vier Bauabschnitte mal gucken, wie weit ich jetzt komme, dann blenden wir nochmal ein, dann zeige ich euch noch was. Ansonsten gibt es von mir bisher eine fette 1. Ich baue weiter. Die Bauabschnitte 4, 5, 6 und 7 sind fertig. Wir haben ein bisschen verkleidet. Wir haben hier zwei neue Buttons dazu bekommen, die haben aber keine Funktion. Die beiden hier oben haben ja, habe ich euch vorhin gezeigt. Wir haben hier so einen Hebel eingebaut, der bewegt hier vorne so einen Mechanismus. Mal gucken, was das wird. Wir haben hier ein bisschen drumherum gebaut und haben hier auch mit Zahnrädern etwas gebaut, ja, wo wahrscheinlich irgendwas drauf gesteckt wird. Dann dreht sich das, dann bewegt sich das. Jetzt ist es aufregend. Auch hier muss ich sagen, alle Teile da. Bisher haben wir das hier übrig gehalten, wobei diese Teile hier wurden nur gebraucht, um diese Achsen hier auszurichten. Also ziemlich tricky. Dann haben wir vier Minifiguren gebaut und auf so eine Art Stand. Hier unten kommt noch ein anderes Gebilde ran, so ein Panzer. Ich glaube, das wird dann auch noch eine Funktion eingebaut. Ich kann euch die Minifiguren ja mal zeigen hier. Ja, das sind wohl die Protagonisten von diesem Spiel von Metal Slug 3, die man auswählen kann. Er hier, finde ich, erinnert mich auch ziemlich stark an, oder sie an Link aus Zelda. Könnte man auch benutzen. Ansonsten, diese Minifiguren hier, die Phantom Fantasy hier reingepackt haben. Also, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Händler seid und Bock habt, verklagt zu werden, holt euch die in den Laden. Lego wird euch damit definitiv wegflacken. Die sind dichter dran an den Lego-Figuren, als sie weg sind.
Ja, ansonsten sind sie aber wunderschön bedruckt. Ich kann ja mal hier, ich nehme jetzt einfach mal die Dame hier, Link, nennen sie einfach Link ab. So, ihr merkt, die Noppen halten gut. So, ja, ansonsten sind die so. Dann kommt die Guts drauf und dann kriegt ihr Haarteil. Von hinten übrigens keinerlei Drucke, aber ansonsten. Die Arme sind bedruckt, die musste man noch reinbauen und die Hände hier reinstecken. Ansonsten, ah, und die Mützen aufsetzen. Ansonsten waren die Figuren fertig. So, und wir haben auch hier jetzt schon verbaut, im Moment auch schon Drucke, nicht nur als Aufkleber. Ne? Hier vorne die Slopes sind mit den Namen der jeweiligen Spieler bedruckt. Dann haben wir hier vorne noch Player One, Player Two. Drucke. Da fällt mir ein, ich müsste mal wieder Ready Player One gucken. Sehr cooles Buch. Nicht gucken, Buch. Buch. Buch fand ich cooler als Film. So. Und wir haben hier vorne bedruckte Steine. Schick. 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 Achso, weil ich vorhin vergessen habe zu zeigen, wir haben hier so eine Klappe. Die können wir öffnen und dann können wir immer den Coin bzw. die Münze rausholen, die wir noch bauen werden und hier immer reinwerfen. Ja. Das war's erstmal bis hierhin. Ich würde jetzt sagen, ich mache keine Zwischenpause mehr. Wir haben jetzt die 8, 9, 10, 11. Ne, die 4, die ziehe ich einfach durch und dann zeige ich euch das sogenannte Endprodukt. Und dann schauen wir uns mal den Neo Geo Metal Slug 3 Arcade Automaten in seiner ganzen Pracht und Schönheit an. So, weiter wird gebaut. Die 11 Bauabschnitte sind fertig und wir haben unseren Metal Slug Arcade-Automat vor uns. Telefon stört. So, weiter. Es war ein Fest, es hat Spaß gemacht und ich bin sehr zufrieden mit dem Endprodukt. Das Endprodukt hat doch so ein paar Features, ja, Funktionen. Spielfunktion würde ich sagen, es hat Funktion. Weil selbst wenn du ein Kind bist, glaube ich, nach 10 Minuten hat sich das erschöpft. Wir können zum einen hier haben wir einen gebauten Token hier, so einen gebauten Chip, Gold bedruckt, naja, glänzt natürlich so. Den können wir hier vorne natürlich einwerfen, so und zack, dann passiert gar nichts. Ihr könntet aber hier an der Seite die Klappe aufmachen und diesen Chip wieder rausholen oder eure Münze, wie auch immer. Dann haben wir hier vorne 1, 2, 3, 4 Knöpfe, wovon, ich muss mal kurz hier ein bisschen wegrücken, gibt ja schon die beiden hier ohne Funktion sind. Der hier hat eine Funktion, der klappt praktisch hier dieses Bild aus. Das ist ein Aufkleber, das geht über zwei Fliesen. Das ist ein sehr guter Aufkleber und zeigt halt so eine Figur aus dem Spiel. Wie ich gesagt habe, wenn man die befreit, kriegt man halt Leben, Gesundheit oder noch spezielle Waffen. So, Knopf loslassen, geht's wieder zu. Dann haben wir hier an der Seite hier unten so eine Art Geschütz und hier oben so ein sehr, sehr niedlich gebauten Panzer. Dann kommen wir ein Stück näher ran, müsste das doch funktionieren. Tippe mal, dieser weinrote Stein mit diesem weißen Hintergrund, diesem Kreuz, deutet wahrscheinlich ein feindliches Panzerfahrzeug aus einer bestimmten Zeitepoche an. Lässt sich sehr gut bauen. Die Steine unten Silber, wie gesagt, hervorragende Qualität. Die Anleitung ist großartig. So, und dann habe ich hier diesen grünen Knopf und mal gucken, wenn das jetzt hier alles so in Bewegung ist, dann kann ich hier nämlich so. Dann sieht es aus, als würde die Schütze hier schießen auf diesen Panzer. Im Spiel kann man auch solche Panzer bzw. anderen Panzer, die ich euch gleich zeige, auch fahren und benutzen. Dann haben wir hier den nächsten Aufkleber. Der ist eigentlich hier oben und geht über mehrere Fliesen. Ich habe den jetzt aber so gemacht, dass er über ein Panel ist, aber deswegen ist er auch ein bisschen von dieser Wedgeplate verdeckt. Auf der anderen Seite ist genau der gleiche Neo Geo Aufkleber, ihr seht, das ist wahr. Ich weiß nicht, also es gab früher mal eine Neo Geo Konsole. Keine Ahnung, ob es die immer noch gibt. Auf jeden Fall hier die SNK, die Metal Slug erfunden haben bzw. programmiert haben. Hier oben stehen sie, die gibt es immer noch. Also unter dem Namen NSK. Ob es jetzt immer noch die gleichen sind von früher, das weiß ich nicht. Ansonsten habt ihr dann hier drinnen sitzen die vier Minifiguren. Vor ihnen jeweils auf so einer C-Clamp festgemacht ihre jeweilige Waffe. Ja, das ist sehr schön. Die Minifiguren sind auch sehr hübsch detailliert und auch sehr gut bedruckt, aber definitiv in Deutschland bzw. Europa, wobei nicht ganz Europa, aber zu dicht am 3D-Markenrecht von Lego. Also kann mir vorstellen, wenn man die in Deutschland verkaufen würde, ganz offiziell mit allem drum und dran, würde Lego über kurz oder lang um die Ecke kommen und einen abmahnen bzw. verbieten. Die haben zwar ein paar Änderungen im Aufbau anders, aber
Die weltberühmte Oma aus der Einkaufsstraße, beziehungsweise der Opa würde sagen, oh, Lego-Figur. Und damit ist ja das ist Totschlagargument schlechthin. So, hier oben ist der nächste Aufkleber. Der geht über wirklich sehr viele Fliesen. Habe ich aber reingemacht, weil Aufkleber stören mich nicht. Hat jetzt bei diesem Set auch noch einen anderen Grund, warum ich den einfach raufgemacht habe. Kommen wir dann im Fazit zu. Genau. Dann sind hier hinten, ihr seht es vielleicht ein bisschen hier hinten, diese Spielfiguren, die man auch genauso im Spiel sehen, durchaus auswählen kann. Das sind also jedenfalls die jeweiligen Protagonisten und Figuren, die dazuhören. Und dann gibt es hier vorne so einen Hebel. Wenn ich den jetzt drehe, ich muss mal gucken, ob ich den so hinkriege. Ich muss ein bisschen vorstellen, damit ihr das seht. Zackabum. Dann dreht sich das und dann habt ihr so einen Panzer hier, so ein Kettenfahrzeug, was man auch im Spiel benutzen kann. Kann man auch im Spiel praktisch benutzen und große Feinde schießen, kleine Feinde schießen, irgendwann explodiert, da muss man vorher raus. Und der Hintergrund, wie ihr seht, hat sich auch gedreht. Jetzt haben wir praktisch so eine Kulisse bzw. Hintergrund des Computerspiels vor uns. Jo. Also die Ideen sind witzig und ich tippe mal, oder ich denke mal, Spieler oder Fans dieses Spiels, Metal Slug, die werden wahrscheinlich hellauf begeistert sein und bestätigen, dass der ziemlich detailtreu übernommen wurde hier von Fantasy. Das waren die Funktionen. Also ich finde schon mal 1, 2, 3, 4 Funktionen hier drin und natürlich auch ein sehr, sehr schöner Detailgrad. Und ja, eine tolle Möglichkeit, so einen Arcade-Automaten darzustellen. Ja, man hätte jetzt wahrscheinlich auch so eine Kulisse reinbauen können, aber jetzt mit diesem Panzer hier. Der hat übrigens Gummiketten. Diese Ketten hier ist so ein Gummibänder, die man so rumzieht. Wenn man den so auf den Tisch mit ein bisschen Druck schiebt, dann bewegen die sich auch. Aber der ist jetzt nicht gebaut, um damit jetzt zu spielen. So, wir drehen nochmal und gucken, ob es auch wieder zurückgeht. Zack. Rums. Hier links und rechts sind jeweils so eine Plates, die so ein bisschen vorstehen und dadurch wird verhindert, dass ich den. Ich hatte nämlich zum Anfang, waren die nicht da. Man baut hier diesen Rahmen erst zum Schluss. Da machte er, war helikoptermäßig und jetzt mit dieser Bremse, die drin ist, funktioniert einwandfrei. Hat so ein bisschen Stil von so einem Strandkorb, erinnert mich das, wenn ich das hier gerade so sehe. So, hier nochmal von hinten. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. So, da hinten ist die Kulisse und wenn ich jetzt hier vorne drehe, na, schwuppdiwupp, hat sich umgedreht. So, schwuppdiwupp. So, das war nur die Halterung von dem hier vorne. So. Ich bin begeistert. Zum Fazit kommen wir gleich. So habe ich euch alle gezeigt. Habe ich euch alle gezeigt? Noch irgendwas Besonderes? Nö. Drucke hier vorne. Hauptsächlich die großen Sachen Aufkleber. Das ist übrig geblieben. Ein paar kleine Teile. Teile dran. Hier sind so eine. Die Teile, wie gesagt, benutzt man nur, um die Zahnräder einzustellen. Dann hat man hier so ein bisschen Kleinkram, der noch übrig bleibt. Nicht aufregend. Die Aufkleber habe ich alle verklebt. Die Pappdinger habe ich hinten reingebaut, da ist auch nicht übrig geblieben, gibt doch keinen restlichen Aufkleberbogen, weil die alle einzeln waren. Die Anleitung zeigt uns hier hinten nochmal ein bisschen Werbung. Auch hier nochmal ein bisschen die Entstehung dieses Automaten, den Fernseher, hier, großartig. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dieser Fernseher ist Highlight. Allein diese beipackte, dieses Tischdeckchen ist großartig. Steamship. 1000 Videos auf YouTube, guckt es euch an und holt euch dieses Set, wenn ihr wirklich ein gutes Set bauen wollt und euch jetzt nicht an zwei Aufklebern stört. Großartig. Saint Seiya, wie ich durch ein Video von Don Mattuccino gelernt habe, wenn ich es auch nicht vergessen habe, ist dieses Video oben verlinkt. Der hat sehr ausführlich diese Figur erklärt und hat auch erklärt, dass das irgendeine Anime-Serie aus den 80er, 90ern ist, mit sogar Musik und Filmmaterial. Also wer sich dafür interessiert, empfehle ich den Don. Das Video ist etwas länger, aber es lohnt sich jede Minute. Dann haben wir, was haben wir hier noch so? Ja, Sherlock Holmes, das ist ja auch praktisch durch jeden Kanal gegangen. So ein All-You-Can-Eat-Set. Aber auch sehr gut. Und das hier unten kenne ich gar nicht. Tong Fu In, wahrscheinlich auch eine chinesische oder japanische Serie. Ja, Astro Boy, auch hinreichend bekannt. Kannte ich auch vorher nicht. Also ich glaube, dass ich irgendwo mal davon gehört habe, mal gesehen habe, aber erst mit diesem Auftauchen dieser Fantasy-Sets mit wirklich, was gesagt hat. Ja, das war's auch schon. Hier steht nochmal, nachdem ihr fertig seid, sagt euch Fantasy auch im Stil echt Mission Complete. So, dann schalte ich jetzt nochmal auf meine wunderschöne Visage und dann machen wir nochmal ein kleines Fazit. Und dann ist es auch schon wieder vorbei mit diesem wunderschönen
Arcade-Automaten. Also bis gleich. Kleines Fazit. Ich hatte ja kurz vor diesem Modell das Treasure Hunt Steamship Popeye Boot von Fantasy gebaut, weil ich an dieser Stelle gedacht, wiederhole mich, nur empfehlen kann als Set. Großartig. Wenn ich das jetzt ranken müsste, also ich hätte hier das Steamship, dann hier die Forest Cabin, die zwar meine Tochter gebaut hat, ich aber sie gesehen habe und mehr oder weniger dabei war. Und diesem Set würde ich jetzt, wenn ich jetzt die normalen Sachen so berüchtigen würde, Anleitung, Aufkleber, Bauart, fertiges Produkt, würde ich vielleicht sagen, Steamship Nummer 1, die Forest Cabin 2 und der Automat Nummer 3. Aber in meinem persönlichen, was finde ich geil, was gefällt mir richtig gut Ranking, ist das hier für mich die Nummer 1, die klare Nummer 1. Das liegt aber auch daran, dass ich wirklich eine große Leidenschaft habe für Videospiele. Jetzt nicht für diese Art von Videospielen wie Metal Slug 3 ist, diese Gun-Roll hier, Walk-and-Gun, also Side-Sliding, Peng-Puff-Kaputt-Schieß-Dinger. Aber ich mag Videospiele und ich mag die Idee dahinter. Das ist mir einfach näher als so ein Haus oder so ein Popeye-Boot. Deswegen ist das für mich hier die klare Nummer 1. Und ich kann es vorbehaltlos empfehlen. Ich sage jetzt nicht, kauft es euch unbedingt, aber wenn ihr jetzt überlegt, ob ihr es euch holen solltet und euch nicht sicher seid, ob das ein gutes Set ist, ob das Geld wert ist, ist es auf jeden Fall. Ne? Ihr habt hier einen Aufkleber, den ich auf jeden Fall reingemacht habe, weil das gehört einfach dazu für mich. Ich bin kein großer Sticker-Hater oder so. Im Grunde ist mir das ziemlich egal. Wenn Sticker die Details verbessern oder dem Set dienen, wie in diesem Fall, und auch hochwertige Sticker sind. Also die sind wirklich sehr, sehr gute Sticker. Die sind ziemlich dick und groß, aber stört ihr nicht. Die müssen nicht filigrane darstellen. Wir haben hier einfach mal eine große Anzeige, zwei Werbeaufkleber und, wenn man drückt, ist ein richtiger Knopf, ein Bildschirm, was über zwei Fliesen geht. Da passt es wunderbar. Also für mich tippitoppi, dieses Set kommt jetzt oben auch in eine Glasvitrine, oben ins sogenannte PlayStation-Zimmer. Da stehen ja ein paar Vitrinen mit Klemmbausteinen. Da habe ich jetzt ein bisschen Platz gemacht, weil ich einen Teil jetzt verkauft habe, rausgeschmissen habe oder gerade auf Kleinanzeigen verscheuere. Ist jetzt Platz und diese Symbiose aus Videospiel und Klemmbaustein passt wunderbar. Und deswegen wurde da oben hingestellt und steht ja auch erstmal eine Weile so teilweise staubgeschützt in der Glasvitrine. Ja, das soll es gewesen sein. An der Stelle nochmal, ich weiß, es wird keiner von Fantasy schauen. Vielen Dank, dass ihr einfach mal das rausgehauen habt, hier für, wie ihr gestern vom Held der Schweine gelernt habe, nicht umsonst, sondern kostenlos bekommen habe. Großartig, also gefällt mir. Dafür mache ich auch sehr, sehr gerne Werbung. Ich habe euch gesagt, was nicht so passt, das sind die Aufkleber. Also, kann mir vorstellen, dass es für Leute nicht passt. Ansonsten ist das eine sehr, sehr gute, einfache, super Anleitung. Ihr müsst bei den Zahnrädern gucken, dass die richtig passen. Aber wie gesagt, die packen euch sogar Steine dazu, damit ihr gucken könnt, wie dass die Achsen richtig stehen. Ne? Wäre nicht nötig gewesen. Also man kann ja sehen, ob Achsen richtig stehen. Das kriegt jeder hin. Selbst ich habe es hingekriegt, der mit Zahnrädern und Technik nicht sehr viel anfangen kann. Ja, so, das sollte gewesen sein. Die kommt jetzt nach oben. Als nächstes präsentiere ich euch wahrscheinlich in einem Video. Das nächste folgende Video wird das hier sein. Oh, ja. Ich bin nämlich mal unter die Botaniker gegangen, habe mich etwas der Wald-, der Forstwirtschaft gewidmet und habe Birken gebaut. Schneller als sie wachsen. Das neue Set, das neue erste eigene Set vom Bauschirmreich ist schön, aber auch. Ja, schaut einfach das nächste Video. Dann werdet ihr sehen, dass ich da nicht so zufrieden war. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag, Montag, Dienstag, Feierabend, was auch immer. Freut euch, habt euch lieb und spielt mehr Videospiele. Macht's gut.